Hamburg lebt am und vom Wasser. Ein Zehntel der Stadtfläche bedecken Gewässer. Der Eilbek-Kanal fließt der Alster zu. Für Manfred Winkler direkt vor der Haustür. Ich bin ja immer schon wasseraffin gewesen. Die Dynamik aus dem Wasser, diese Beweglichkeit, die ist besonders. Und damit war Hausboot die Goldlösung. Seit 10 Jahren lebt der Rettungsschwimmer am Kanal. Wenn man tief taucht, dann merkt man das Schlammige. Und das ist nicht angenehm. Aber ich tauche auch nicht tief. Martin Müller-Wolf ist der Lebensgefährte von Manfred. Gemeinsam zogen sie aus dem Speckgürtel Hamburgs auf den Kanal. Eine grundsätzliche Umstellung. Viel enger, viel enger. Also wir sind ja auch zusammengezogen mit 2 Riesenhaushalten. Ja, wobei viel enger, das darfst du auch keinem sagen, der nur einen Balkon hat, wenn man die Terrasse hier sieht. Also ja. Es ist schon viel Platz. Durchaus großzügig ist die Terrasse mit ihren knapp 50 Quadratmetern. 3 Balkons erweitern die Außenfläche des Hausboots. Ein Anwesen auf dem Kanal, das seinen Preis hat. Standard ist hier nichts. Martin ist Designer von Luxusjachten. Seine Handschrift prägt die hohen Innenräume, die von Platzmangel nichts verraten. Die Einrichtungsgegenstände kommen oft vom Flohmarkt oder aus Abbruchhäusern. Sind liebevoll aufgearbeitet und arrangiert. Alles kündet hier von der Leichtigkeit des Seins. Wir mussten auf Gewicht achten, das war sehr, sehr wichtig. Sonst wären wir irgendwann auf Grund gelaufen. Und wir wollten unbedingt einen Betonponton, damit er nicht in die Werft muss. Also mussten wir an Kilo sparen, überall. Die Hölzer, das war eigentlich ein hässliches OSB-Holz gedacht. Und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir Schöneres und kalken das, dann brauchen wir es nicht verkleiden. Wieder 100 Kilo gespart. Und hier hinter ist dann das Schlafzimmer, klein. Wir haben auf ein kleines Schlafzimmer geachtet und ein kleines Bad. Und alles andere ist offen. Ich mag das, dass es sich ein bisschen bewegt, dass die Lampe mal ein ganz bisschen schaukelt. Wenn es dann noch ein bisschen schwingt, das ist hervorragend. Dann ist es wie gewogen werden halt, ja. Wie behütet sein und trotzdem eins von allen sein. Den Liegeplatz für ihr schwimmendes Heim haben die beiden gewonnen. Bei der einmaligen Ausschreibung der Hansestadt 2007. 10 Plätze im Eilbeck-Kanal wurden damals für die besten Hausbootentwürfe vergeben. Ihren haben sie aus Kostengründen in Eigenarbeit verwirklicht. Da sind wir dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Und dann hat es aber auch Spaß gemacht. Und wir sind ja auch beide irgendwie handwerklich nicht unbegabt. Und irgendwie hat es dann auch Spaß gemacht, sein eigenes Nest zu zimmern. So ist echt so. Und dann hat das jetzt retrospektiv den Effekt, dass man alle so gut kennt, weiß, was sich hinter jeder Wand befindet und wie viele Schrauben da drin verarbeitet sind, dass man dann eben auch ständig was dran weiterbauen kann. Und das ist also irgendwie ein gutes Setting. Das ist schon besonders. Das ist ja nicht nur ein Kanal, der hier fließt ja ein Fluss durch. Da denke ich an verschiedene Gleichnisse von Hermann Hesse, Siddhartha, weiß ich nicht, wo die alten Männer dann in den Fluss gucken und sehen sich selber und sehen ihr ganzes Leben, weil ein Fluss ja gleichzeitig Quelle und Leben und Mündung ist. Und ach, da kann man viel reindichten. Das ist sehr schön und das ist dann wirklich ein Teil von einem. Kann man so sagen, ja, das ist echt ein Teil. In freier Bewegung schwimmt die Betonwanne mit dem Edelroststahlaufbau im Stadtkanal. Schmuckstück und sicherer Hafen für seine Bewohner. Diamantgraben heißt die kleine Bucht in der Süderelbe gegenüber der Elbinsel Wilhelmsburg, gleich an den Bahnbrücken. Warum sie so heißt, weiß keiner. Aber für Jan-Ole Seiler birgt sie einen Schatz. Er hat hier einen kleinen Hafen pachten können. Die 120 Stegmeter sorgen für jede Menge Arbeit. Der ist schon versoffen wahrscheinlich. Mit Motoren kennt sich Jan-Ole bestens aus. Der gelernte Zweiradmechaniker hat jahrelang im Rennsport gearbeitet. Zieh mal an dem Ding. Zieh mal. So, bitteschön. Boote sind seine Leidenschaft. Und ein eigener Hafen ist der lang gehegte Traum. Das war ein sehr bewusstes Reinrutschen.
Es ist eigentlich unmöglich, einfach irgendwie mal eben so einen Hafen zu kriegen. Und ich habe da bei einem Sommerfest am Nachbartisch gesessen, als sich so ein paar alte Herren unterhielten, irgendwie, die meinten hier, er wollte aufgeben. Dann habe ich solche Ohren gekriegt und bin dann erstmal losgetigert und bin diesen drei Brüdern, den Besitzern, die in den Hafen gehört hat, irgendwie, also wirklich, den musste ich ein halbes Jahr lang alle zwei Tage auf den Keks gehen. Bis die dann irgendwann mal gesagt haben, so hier, komm, wir machen einen Vertrag. Ja, ich habe es unterschrieben, ich habe es einfach gemacht so und habe dann am gleichen Tag lustigerweise Micha getroffen und bin dann so himmelhoch jauchzend die Wiese runtergesprungen irgendwie und so, ey, wir haben den Hafen und jetzt kann es losgehen und so und ja, naja, so war das. Das ist ein ziemlich großer Spielplatz. Ja. Wobei, Spielkram ist das nicht mehr. Ihre Vision von Hausbooten wollen Jan Ole und Micha im Diamantgraben verwirklichen. Mit tatkräftiger Hilfe vieler Freunde. Auch wenn wir es für jemand anderen bauen, das ist für mich auch ein riesiger Traum. Und ja, ich wollte schon lange Hausboote bauen und jetzt. Ja, wird halt Wirklichkeit, ne? Und irgendwann stehst du dann hier und es wird, ne? Und das ist halt schon einfach geil. Das macht so Spaß. Wie weit müssen wir da rüber? Halben Zenti. Wie viel? Halben Zentimeter. Wenn die einmal in so eine Schräglage kommt, dann hält sie nicht mehr. Fällt's einfach. Heukenlock nennen Micha und Jan Ole das Hausbootprojekt wie das Naturschutzgebiet gleich gegenüber. Ganz bewusst. In 4 Monaten will der Bauherr das nachhaltig gefertigte Boot im Wasser sehen. Moin! Moin! Mit norddeutscher Begeisterung verfolgt der Bauherr die Fortschritte am Bau. Jetzt fängt das an, nach was auszusehen. Man sieht schon, dass die Jungs wissen, was sie tun. Sie wissen es, doch tun sie es zum ersten Mal. Den hier? Die Heukenlok soll der Prototyp für ihre Hausbootvision sein. Nachhaltig und ökologisch, zudem fahrtüchtig. So, Vater. Jetzt sitzt er. Jetzt schnabbelt's. Hafen und Bootsbau als gemeinsamer Aufbruch zu neuen Ufern. Ein Hauch von Eroberung und lustvoller Großstadtpiraterie. Hier wollen sie künftig individuelle Hausboote auf Bestellung bauen. Kommando, der studierte Schiffsbauingenieur Micha und Jan Ole, der Tausendsassa. Nimm den. Ich habe ja als Kulissenbauer gearbeitet, ne? Da waren wir irgendwann mal so einen Messestand aufbauen. Da sind wir halt da rumgeturnt, wie die Äffchen irgendwie in der Wasser in Bayern. Und dann meinen sie, ja mei, seid ihr vom Zirkus oder was? Der Hausbootbau ist keine artistische Improvisation, sondern Erfüllung langer Planung. Gut 1,5 Jahre Vorarbeit hat Micha in der relativen Ruhe seines Büroturmes geleistet. Hier geht der Überblick nicht so leicht verloren. Also ein bisschen Fluchtort ist es vom Trubel. Eine Existenzgründung ist einfach nicht ohne und ein bisschen wahnsinnig muss man dafür sein, glaube ich. So aus dem Nix, das kam super spontan und die Nacht war auf jeden Fall nichts mit Schlafen. Das war mal einmal kurz nachdenken, ein paar Stunden und dann direkt morgens Jan anrufen und sagen so, ja, wann geht's los, ne? Der Hafen am Diamantgraben ist auch für Micha ein Traum. An vielen sozialen Projekten auf und am Wasser ist er beteiligt. Der Hausbootbau und Hafenbetrieb sind für den geborenen Mecklenburger weit mehr als nur ein Gewerbe. Ich bin immer mit Wasseranbindung groß geworden, mit meinem Opa und meinem Papa richtig viel Boot gefahren. Wir hatten so ein kleines Bootshaus und ich kann da nicht weg. Das geht nicht. Von der Küste komme ich nie weg.
Anderen diese Leidenschaft nahezubringen, darum geht es am Diamantgraben. Wir haben ja richtig Bock drauf, Leute aufs Wasser zu bringen und auch einfach mit Leuten zusammen was auf die Beine zu stellen. Seetiger heißt das selbstgebaute Floß, das sie im Hafen vermieten. Ah, da sind wir schon. Ein kleiner Junggesellinnenabschied. Wir sind heute Nachmittag kurzzeitig an der Einfahrt zur Dove-Elbe im Schlick stecken geblieben. Und hatte ich auch noch nicht, das ist ein bisschen witzig. Jetzt wollte ich mal nach dem Rechten schauen. Für 13 Personen zugelassen ist das Floß mit dem Klohäuschen darauf. Ein Fahrtraining soll die Passagiere unabhängig seetüchtig machen. Doch mit der Elbverschlickung kämpfen noch ganz andere hier. Ja, das kann passieren. Also im Hafen gibt es einfach viele Bereiche, die extrem verschlickt sind. Und da war halt absolutes Niedrigwasser. Deshalb hat das dann halt so 2 Stunden gedauert, bis sie wieder aus dem Schlick raus waren. Konnten auch andere Boote wahrscheinlich nicht mehr passieren. Glückliche Rückkehr in den Hafen am Diamantgraben nach der unerwarteten Elberfahrung. Hat echt Spaß gemacht. Ja. Es war auch eigentlich schön, zwischendurch so eine Pause einzulegen. Ja, war nämlich gewollt. Ja, ja, natürlich. Es waren locker so 3 Meter, bis dann erst die Wasserkante kam. Ja. Ja. Bis dann zu arg nach links gekommen. Und dann lagen wir trocken. Naja, bis auf den Alkohol. Aber. Und die Getränke, die waren sleeve. Weiterhin. Sieben Seemeilen elbabwärts. Von der Überseebrücke aus betritt Ann-Kathrin Cornelius ein maritimes Erbe Hamburgs. Den ganz normalen Arbeitsalltag, den kann man hier vergessen. Das ist super vielfältig hier an Bord. Das begeistert mich hier auch einfach so, weil jeden Tag ist eigentlich wieder irgendwas anderes, was ansteht. Und das macht die Cap San Diego auch zu so einem besonderen Schiff. Wir haben Hotelbetrieb. Wir haben Museumsbetrieb, wenn wir hier am Liegeplatz an der Überseebrücke liegen. Also ganz, ganz viel, was hier stattfindet. Events, Kultur. Ann-Kathrin managt all das. Die 29-Jährige ist als Geschäftsführerin Chefin an Bord vom letzten weißen Schwan des Südatlantiks, der Cap San Diego. Die Kabinen des ehemaligen Stückgutfrachters der Reederei Hamburg Süd, Baujahr 1962, werden heute als Hotelzimmer vermietet. Das holzgetäfelte Kapitänsapartment mit abgetrenntem Schlafzimmer ist begehrt bei den Übernachtungsgästen. Mit der Cap San Diego überlebt ein Stück bester Schifffahrtskultur. Cesar Pinau, der Hausarchitekt von Reeder Rudolf August Oetker, ließ die Schnellfrachter dieser Baureihe innen und außen in Eleganz erstrahlen. Schönheit und Nutzen in Vollendung. Doch längst überholt durch den Containertransport. Andere Schifffahrtstraditionen sind langlebiger. Als Frau ist es immer noch an Bord eines Schiffes irgendwie was Besonderes. Das ist eben halt noch eine Seltenheit. Aber ich muss genauso tough wie ein Mann sein. Nur weil ich eine Frau bin, hat das damit, denke ich, nichts zu tun. Also man darf nicht wegen jeder Kleinigkeit jetzt hier vom Bord rennen. Das ist einfach so. Man muss schon so ein bisschen tough sein und auch wirklich seine Entscheidung hier durchsetzen. Ansonsten funktioniert das hier alles nicht. Die Cap San Diego wird nicht als museales Schaustück erhalten. Sie soll fahrtüchtig bleiben und dafür sorgen 45 der insgesamt 125 Ehrenamtlichen als Besatzung auf und unter Deck. Die studierte Schiffsmanagerin ist in Kontakt mit allen, teilt die Spannung beim jährlichen Testlauf der Neunzylindermaschine. Glüht heiß. Am Fahrstand ist Ann-Kathrin ebenso präsent wie an ihrem Desktop. Leichter als am Rückwärts. Bleibt aber auch bei F35. Auch bei 35, ja. Genau. Ja, umliegende Fahrzeuge bleiben auch ruhig liegen. Der Testlauf glückt,
Der nächsten Fahrt steht nichts mehr im Wege. Etwa 20 Tage jährlich ist die Kap San Diego unterwegs, angetrieben von der 51 Meter langen Welle, laufend erhalten durch Spendengelder. Ach so, Sie wollen uns das sponsoren, oder wie? Ja, klasse. Also, ja klar, natürlich. Ja. Ja, okay, klasse, bis dann. Jo, tschüss. Immer ansprechbar fürs Schiff, ob im Maschinenraum oder dem eleganten Salon mit Bar im Stil der 60er. 12 Passagiere konnten die Südamerika-Touren der Kap San Diego stilvoll begleiten. Den stolzen Preis eines VW Käfers kostete die Überfahrt damals. Der Salon? Jetzt Besprechungsraum für anstehende Kulturevents. Mir macht das so viel Spaß, dass ich das kaum noch Arbeit nennen kann. Weil man das einfach, man kommt jeden Tag gerne an Bord und man hat hier wirklich eine ganz tolle Besatzung, die alle motiviert dabei sind. Und dementsprechend, ja, ist es letztendlich nur bedingt Arbeit für mich. Ein Hauch erhaltener hamburgischer Kontorhausatmosphäre an der Fleetinsel. Der tägliche Weg zum Job führt Martin Müller-Wolf vom Hausboot an Alsterkanälen und Fleeten, den alten Arbeitswegen entlang, zu den Landungsbrücken. Mitte des vergangenen Jahrhunderts pulsierte hier das Hafenleben. An und auf den Landungsbrücken wimmelte es von Hafenarbeitern jeglicher Gewerke. Strukturwandel, der Siegeszug des Containers und der Niedergang der Werften hinterlassen ihre Spuren. Die alten Arbeitswege sind längst zu touristischen Hotspots geworden. Auf dieser Fähre fahren nur die Blum- und Voss-Mitarbeiter und das sind ja leider weniger geworden in den letzten Jahren. Das heißt also, hier ist es morgens tatsächlich relativ übersichtlich. Bei Blum und Voss ist der Designer Projektmanager für Yachtbau seine Leidenschaft. Diese Faszination war schon immer da, vielleicht habe ich sie ja sogar geerbt. Mein Großvater ist mit Hapag-Lloyd zur See gefahren. Vielleicht liegt mir das tatsächlich in der Wiege. Der Reiz ist tatsächlich die Bewegung, die Dynamik, die Kraft, die da in dem Wasser steckt. Aber ich glaube insbesondere die Bewegung. Das ist das Wichtigste, was mich daran antreibt. Alles, was irgendwie starr ist, empfinde ich als langweiliger, sagen wir so. Bewegung mit und auf dem Wasser. Das ist auch am Diamantgraben das wesentliche Element für Hafenbetreiber Jan-Ole Seiler. Eine Wasserratte war ich schon immer. Also mich hat schon immer irgendwo ins Wasser gezogen. So. Aber jetzt hier hat sich es natürlich dann richtig breit getreten. Ohne Wasser geht gar nicht. Wenn es mir richtig stinkt und irgendwas zu viel ist, dann setze ich mich aufs Boot und fahre los. So lange, bis es gut ist. Meistens braucht es gar nicht so lange. Du bist so eine Stunde unterwegs irgendwie. Es gibt so viele schöne kleine Kanäle hier, wo du durchfahren kannst, wo einfach nichts ist, wo einfach gar nichts ist. Ja, legst dich irgendwo hin, hockst dich mal hier hin, brauchst eine Zigarette, trinkst ein Bier, was weiß ich. Und dann kannst du wieder nach Hause fahren, dann bist du wieder geerdet oder gewassert. Das Revier rund um den Reiherstieg ist sein Kiez. Im Spreehafen kennt er jedes Hausboot. Das da, das Grüne, das ist eines der schönsten Hausboote, was ich kenne. Wenn du da reinkommst, das ist wirklich wie eine Kathedrale. Du gehst in diesen Rumpf runter, da haben mal so Hippies drauf gewohnt. Das ist so schön. Bis vor 2-3 Jahren war der Aufbau noch zu retten, aber jetzt ist da nichts mehr zu holen. Das kannst du nur noch abreißen, das Ding. Die 25 Hausboote im Spreehafen werden allesamt hafengewerblich genutzt. Als Wohnraum sind sie nicht zugelassen. Liga werden sie im Hafenjargon genannt und solch einen Liga besitzt auch Jan Ole. Noch. Achtung! Vor der Geburt seines zweiten Kindes trennt er sich nach 5 Jahren schweren Herzens von dem Boot mit der großen Geschichte. Ja, ist hart. So, ja. Dann mal herzlich willkommen im Spreehafen. Meinem wunderschönen Hausboot, das ich sehr liebe. Das waren die besten 5 Jahre irgendwie, wo ich viel irgendwo war. Das war mal ein Dalbenlieger.
da kannst du 40 Tonnen zuladen. Da könntest du ohne weiteres einen Sattelschlepper voll beladen oben drauf stellen. Der Boden ist ein Knaller. Also vor allem, ne, dass die Dielen von einer Seite zur anderen komplett durchgehen. Und das über die ganze Länge vom Schiff. Und 5 cm dick die Planken. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Der Boden war schwarz, als wir das Boot gekriegt haben. Ich habe dann irgendwann angefangen zu schleifen und habe echt gedacht, Alter, was kommt da für geiler Boden drunter raus? Das gibt's ja gar nicht. Ich bin die ganze Nacht bis um 5 Uhr morgens geschliffen, weil ich nicht aufhören konnte. Das war echt super. Den großen Arbeitsraum hat der ehemalige Kulissenbauer mit Bedacht und Geschmack ausgestattet. Zur Hochzeit haben er und seine Frau Jana eine Urkunde bekommen, die das freie Leben auf dem Wasser beschwört. Gefürchtete Piraten sollt ihr sein, auf dem ganzen Ozean und dem Mühlenteich. Und fahrt, wohin ihr fahren wollt, denn dafür ist ein Hausboot da. Oh, das war schon eine Hafenkneipe. Und der Schipper, der uns das Boot hierher gebracht hat, ich weiß gar nicht, wie sie hieß, Heidrun, Emily oder so. Das ist da das Schiff von Emily, da war früher was los, da war Party. Das ging richtig ab da. Deswegen sind auch noch die ganzen Stromanschlüsse an der Decke. Da standen überall Tische. So ein Schiff kriegst du eigentlich nur, wenn du jemanden kennst, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Und den kannte ich. An den Ufern der Großstadt, der Spreehafen vor Wilhelmsburg. Mitten in der Stadt, Wasser von allen Seiten. So schwärmerisch wird das Spreehafenviertel beschrieben, das bald hier am Deich entstehen soll. Jan Ohles Lieger muss vorher weg. Ich habe eigentlich eine Zusage für einen Liegeplatz in Harburg im Binnenhafen. Aber das Boot ist halt 8,5 Meter breit. Das sind die meisten lang, das ist das hier halt breit. Das ist einfach, der Liegeplatz ist 2 Meter zu schmal. Und ohne Liegeplatz wird sich der Verkauf des großen Liegers schwerlich machen lassen. Das ist das alte Problem der Hamburger Hausbootgemeinde. Mit Plätzen für schwimmende Heime geizt die Hansestadt per se einerlei, wie tauglich die Schiffe als Wohnsitz sind. Jan Ohles etwa verfügt über Vollunterkellerung. Trocken, versteht sich. Ein Stück elbabwärts liegt Finkenwerder. Hier hatte die deutsche Werft die Kapsandschiffe gebaut. Im Kutterhafen hat Sabine Eisbrenner festgemacht. Die Künstlerin arbeitet mit Treibholz und Werftschrott, formt daraus Objekte. Als Baggerbiene kennt sie der Hafen, denn ihr Atelier und ihre Galerie ist ein 100 Quadratmeter großer alter Elbbagger, die Ilmenau. Auf dem Wasser findet sie ihre Freiheit und zu ihrer Kreativität. Das ist hier Sonne, Mond und Sterne. Direkt an der Elbe. Die Schiffe pupsen, du hast hier Schiffsverkehr, kannst am Wasserleben teilhaben und auch Aktionen machen am Wasser. Und es ist ein unheimlich idyllischer Ort. Manchmal gehen die Kerzen hier nicht aus, weil es ist so windstill. Der ideale Liegeplatz für Kunstbagger Ilmenau, den sie vorm Verschrotten rettete. Ich habe den gesehen, habe mich verknallt. Und den will ich tatsächlich noch mal mit Blattgold belegen. Also das ist... Ist auch diese Metaphersprache, der goldene Bagger. Ne? Bewusstsein baggern, Menschen baggern, Kunst baggern, einfach auf dem Wasser sein dürfen. Und das zu leben, das zu zelebrieren. Das Goldstück von 1955 soll aber auch alte Baggertechnik zeigen und funktionieren. Ja. Freund Tino macht den Baggerführer. Er kennt und liebt diese Maschinen von klein auf an. Sowas hier gibt es gar nicht mehr oder nur noch sehr selten. Und sowas zu restaurieren, das zu instand zu halten, zusätzlich mit ihrer Kunst, ist super. Doch die Tücke des Objekts, sie lauert überall. Der Greifer geht momentan noch nicht auf. Und ich weiß momentan, hängt da oben. Vorsicht! Zu dir. Schief. Komm mal hoch.
Super. Scheiße. So, hatten wir auch zum ersten Mal. Ja. Ich glaube, damit werden wir nichts, du. Na, das sieht ja schon gut aus. Die tonnenschwere Schaufel rührt sich wieder. Ja. 1300, ne? Oder was war das? Ja. Halbe Stunde baggern und du bist durchgeklödert. Früher hat der Bagger Schlick aus der Elbe geholt. Jetzt reicht Wasser zur Leistungsschau. Das ist ganz klasse, dass ich ihn ja auch wieder so hingekriegt habe mit Tino und ne, mit vielen Helfern. Und er funktioniert ja auch. Ne? Es ist ein Goldener, ist der Einzige. Deshalb wieder, kommen wir wieder zur Metaphersprache. Ne? Wir können hier Schätze bergen, die nicht unbedingt was nur mit Schlick zu tun haben. Und das war das Schöne, dass der ein neues Leben eingehaucht bekam und wir hier so eine Kunststätte machen und ja, das Wasser eben auch bespielen. Künstlerische Begegnungen jeder Art ermöglichen, einen Freiraum bieten, will Sabine Eisbrenner mit ihrem Bagger in Finkenwerder. Die sind licht- und wetterbeständig und das ist... Hättest du ja mit Leinwänden hier überhaupt nicht machen können. Open Ship auf der Ilmenau. Eine Plattform für Aktionen am Finkenwerder Ufer, spielerisch leicht und beweglich. Veränderlich wie der Tidenwechsel, mit dem Baggerbiene hier lebt, das ist ihr Konzept. Dem Festlandleben die Geschmeidigkeit des Wassers entgegensetzen, darum geht es der Künstlerin. Genau. Gut, und jetzt kannst du mit dem Boot durchfahren, ja. Schleusentor langsam wieder aufmachen. Es ist mein Traum und ich möchte, dass ich Zuwachs kriege. Es wäre schön, wenn ich den anderen eben auch Mut mache, kommt aufs Wasser, ne? Lasst uns was machen. Und es kann doch nicht alles, ne? Hier verboten, da verboten und ne? Alles ist nur für die Hutschachtel und wir sind nicht konform. Nee, das stimmt nicht. Wir haben Recht auf Wasser und wir, das ist... Es ist auch ganz, ganz wichtig, diesen Zeitgeist zu leben für ein neues Wasserstadtbild. Sie hat ihren Hafen im Wasserstadtbild gefunden mit ihrem Kunstbagger. Gar nicht so fern von der Kap San Diego, deren Silhouette den Hafen prägt. Hamburg ist auch immer wieder ein tolles Panorama, ne? Hier mit dem Schiff zu liegen. Das war immer schon früher so, wenn wir nach Hamburg kamen. Und hier dieses Panorama sehen, Elbbrücken. Es gibt ja wenig Häfen, die heutzutage noch so zentral gelegen sind. Ja. Bürger Möller ist lange für die Reederei Hamburg Süd auf Schwesterschiffen der Kap San Diego gefahren. Jetzt als Rentner arbeitet er ehrenamtlich auf dem Schiff. Cynthia Wolter studiert Nautik und will Kapitänin werden. Als Freiwillige lernt sie auf der Kap San Diego lebendige Seefahrtsgeschichte. Doch hier ist noch einiges zu tun. Der Zahn der Zeit und somit der Rost der Nacht doch überall, wo man sonst nicht so rankommt. Also hier hinter dieser. Von Cynthia kann Bürger allerdings auch lernen. Sie erlebt im Studium, wie sich die Schifffahrt verändert. Was da noch alles zu tun ist. Also ich habe mittlerweile schon so 20-30% Frauenanteil unter meinen Kommilitonen. Also wir haben ja auch schon, also in allen Bereichen alle schon. Damals gab es ja zu Anfang so gut wie gar keine. Und da war ich einmal im Heuerbüro von Hamburg Süd. Ein Herr Neiling, er rauchte Zigarre, damals wurde ja noch über geraucht. Da klingelte das Telefon, da sagte er mal kurz, oh, entschuldigen Sie bitte. Und dann nahm er das Telefon ab, zog tief an seiner Zigarre. Und dann sagte er, meine Dame, Hamburg Süd ist eine anständige Reederei, wir stellen keine Frauen ein. Und dann zog er wieder an seiner Zigarre und sagte, so weit kommt es noch, wir Frauen an Bord. Ja, wir müssen heute jetzt mal sehen, dass wir die Ladebäume überprüfen und da auf den aktuellen Stand kommen hinsichtlich der Wartung. In der Offiziersmesse bespricht Ann-Kathrin die Einsatzpläne für die Freiwilligen. Hauptsächlich ältere ehemalige Besatzungsmitglieder versehen den Dienst an Bord und im Maschinenraum. An Nachwuchs mangelt es. Dann die Dockschlösser festmachen und ankern. Nautikstudentin Cynthia ist eine Ausnahme. Sie liebt die Decksarbeit und die damit verbundenen Geschichten. Hier siehst du noch mal, wie es hier
in alten Tagen alles so vor sich ging. Einfach nur kurze Hosen, freier Oberkörper, also nach heutigen Sicherheitsbestimmungen unmöglich. Irgendwo habe ich noch ein Bild, da hänge ich da oben auch. Daher der Spruch immer, jeder Seemann ein Artist, jedes Schiff ein ganzer Zirkus. Wenn Cynthia zum Freiwilligendienst antritt, bleibt sie stets für ein paar Tage an Bord der Cap San Diego. Sie reist extra aus Elsfleth an der Unterweser an, ihrem Studienort. Die Ladekräne und Luken müssen auf Funktion überprüft werden. Vor dem Siegeszug der Container musste die Fracht immer so mühselig und zeitaufwendig an Bord gehievt werden. Stückgut eben. Und damit wurde ja traditionell das Stückgut immer übernommen. Ja, kann's auspicken. Das ist noch richtige Arbeit hier. Das macht mehr Spaß, als einfach nur die Lukendeckel an so einem kleinen Hebel auf und zu fahren. Das ist die alte Technik, mit der die Seefahrer vor vielen Jahrhunderten schon gefahren sind. Pi mal Daumen. Der Umgang mit den Zügen der Ladeluken ist kompliziert, auch für erfahrene Seeleute. Gut. Den war da vier. Mach ich gerne, was weitergeben und so. Und kann auch ruhig mal Fehler passieren. Gut, keine ganz wichtigen, aber wie heißt es, durch Fehler lernt man. Und wir haben dem Kapitän immer gesagt, durch viele Fehler lernt man viel. Aber man soll nicht versuchen, zum Genie zu werden und nur noch Fehler machen. Und jetzt ein Touch. Stopp. Ist noch schon? Noch ein Tick. Und jetzt? Nochmal hoch? Nee. Dann müssen wir den ja. Ja. Aber den kriegen wir nicht gezogen. So nicht. Nee, müssen wir wieder um. Tja, wenn man von Fehlern spricht. Ja, sagt man gerade. Aus Fehler lernt man. Mehr gut. Das ist mein Weg zum Kapitän. Ja, immer nur nach oben geguckt. Man muss auch manchmal nach unten gucken, wenn man hoch will. Ja. Naturidyll mitten in der Stadt. Die Hausbootkolonie im Eilbeekkanal. Mit ihrem motorisierten Segelboot wollen Manfred und Martin ihr zweites Hausbootprojekt aufsuchen. Ein Büroschiff in der City Süd, gut 1,5 Bootsstunden und 3 Schleusen entfernt. Jeder, der einen festen Liegeplatz hat, der darf auch einen Motor beantragen für den direkten Weg zur Elbe. Weil hier gibt es keine Werften oder Bauarbeiten oder sowas. Man muss also irgendwie die Möglichkeit haben, da zur Elbe zu kommen. Deswegen sind diese festen Liegeplätze sehr, sehr selten. Gerade einmal 10 sind es im ganzen Eilbeekkanal. Der Motoreinsatz ist eine Ausnahme. Das Leben auf dem Hausboot hat Manfred und Martin sensibilisiert. Man ist naturverbundener und man muss sich eher nach der Natur richten. Und das lernt man mit dem Wasser auch eher. Dass man ein bisschen ausgeliefert ist und ein bisschen mehr Respekt hat, ein bisschen mehr Demut zur Natur. Wir sammeln bestimmt einmal im Monat einen Müllsack zusammen. Von dem ganzen Großstadtmüll, was auf bei schlechten Winden bei uns vorbeiweht. Also das geht dann, glaube ich, automatischer, dass man grüner wird. Einmal im Jahr hier längs fahren reicht für viele, viele Zeiten. Und die Bilder dann immer wieder, das ist sehr besonders. Nach der Außen- und Binnenalsterpassage führt die Fahrt den Alsterfleet am Rathaus entlang zur Binnenhafenschleuse. Entschleunigtes Stadtbild aus der Untersicht. Wir gehen übrigens 3 Meter runter, hat der Schleusenwärter gesagt. Oh, ist das Seil auch lang genug? Vielleicht. Die Schleusenwände kennen diese Witze. Aber es wäre wirklich knapp gewesen, wenn ich sehe, wie hoch der Haken ist. Ja.
Die Fahrt führt an der Elbphilharmonie, der Hafencity und dem Kulturdampfer Stubnitz vorbei, Richtung Elbbrücken. Die Tiefstackschleuse vor dem Holzhafen ist das letzte Hindernis. Dann geht es an der Billerhuder Insel mit ihren Laubenkolonien und Booten entlang. Ein kaum bekanntes Idyll mitten im industriellen Teil Hamburgs. In der City Süd findet sich die zweite genehmigte Hamburger Hausbootsiedlung mit 14 Booten. Hier liegt auch die Lore, Bürobootprojekt von Manfred und Martin. Insgesamt 14 Arbeitsplätze für Freiberufler und Kreative bietet der sogenannte Coworking Space, der spielerisch Hafenarbeitstradition zitiert. Holz wurde gewählt von den Architekten damals, weil es wie ein alter Liger auf der Elbe vor 100 Jahren war. Da wurde in großen Schiebetüren wurde das Rohmaterial reingeschoben, da wurde es verarbeitet und kam aufs nächste Schiff der fertige Tisch, der fertige Stuhl oder was da gebaut wurde. Und daher auch der offene Charakter, die Schiebetüren. Und die waren auch so geformt tatsächlich, hatten etwa diese Größe. Das waren alte Liger im Hamburger Hafen. Danach ist das angelegt. In das Niedrigenergieschiff haben die Hausbootpioniere ihre Ersparnisse gesteckt. Wie zuvor legen sie selbst Hand an, wo immer es etwas zu verbessern gilt. Es hält. Ich habe mich rangehängt. Das Boot ist deutlich leichter als ich. Das weiß ich. Das haben wir ja mal ausgetestet. Okay. Und auch wenn ich ordentlich dran wippe, ja, mal. Auch weiter außerhalb. Der Hebemechanismus für das kleine Lore-Ruderboot ist fast fertig. Radfahren, Gastro, Kochen, das ist einfach in meinem Naturell. Ich bin einfach gerne in Projekten, die für mich Sinn ergeben und die mir Spaß machen. Gabriel Weber ist auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz auf der Lore, immer am Wasser entlang. Die Umgebung ist ja immer ausschlaggebend, finde ich, weil die macht ja auch was mit einem, also die spielt ja auch zurück. Vom gutbürgerlichen Eppendorf in die neu gestalteten Viertel der City Süd führt seine Fahrradroute. Was ich schön finde, du hast echt eine Distanz zu dem, was man so Innenstadt und Viertel, wo man so wohnt, kennt. Also man kann sich besser fokussieren. So ein klarerer Ort für Arbeiten. Der Mann mit der Liebe zur Fahrradkultur hat auf dem Wasser fürs Erste seinen Platz gefunden. Wie auch das Designerinnen-Duo Lilly und Lena. Als wir das erste Mal hier waren, wussten wir sofort, dass wir hier arbeiten möchten. Die Jugendfreundinnen aus Südtirol erarbeiten Branding und Websites oft auf der Grundlage alter Techniken und fern von bloßer Digitalkultur. Das Haptische ist ihnen wichtig. Sie gehen ihren ganz eigenen Weg. Nicht zuletzt inspiriert durch die Lore als Arbeitsplatz. 7, 5, 8. Gerade durch die Materialität und das Licht hat man irgendwie so das Gefühl, dass die Ideen fließen können und man fühlt sich nicht so eingeengt. Aber also ich finde schon, dass der Ort auch wichtig ist für die Arbeit, die wir eben machen. Und fast selbstverständlich kommt es an Bord auch zur Zusammenarbeit der Kreativen. Ich fand den Vorschlag von dir super mit der neuen Größe. Gemeinsam suchen sie nach der passenden Präsentationsform für Gabriels Projekt, einen Haferriegel. Das oben irgendwie sieht, auch in weiß. Gell? Mhm. Wir mögen uns. Das ist der Start von allem, dass man sich so ein Jahr, wir haben so ein, ja, bin auch hierher gekommen zum Anschauen an dem Büroplatz und dann ging es so los und dann habe ich mir gedacht, wow, was für ein Ort. Aber auch viel entscheidender noch und noch langfristiger, finde ich, sind die Menschen, die dann so mit einem auch auf so einem Raum, ne? Wir haben eine gute Basis und haben auch unterschiedliche Meinungen und Blickwinkel.
Da finde ich, hat es. Die erfahrenen Designerinnen wissen, wie sich ein Produkt vermarkten lassen kann. Und da müssen wir halt. Der Bio-Haferriegel, den der gelernte Koch Gabriel für Radsportler entwickelt hat, war eher sportliche Notwendigkeit als zündende Geschäftsidee. Stiftstärke. Auch wenn der Stift super ist. Und den Stift, also ich fand es gut, was Lena gesagt hat, dass wir dunkelblau nehmen. Oder heute probieren. Ich habe mich da hingestellt am Sonntag und habe gebacken. Und es war gar keine Idee, das zu vermarkten. Das war nur für mich. Weil, wenn man viel Rad fährt und ich brauche halt irgendwie auf 100 Kilometer ein bis zwei Riegel, je nachdem wie tough es gerade läuft. War es nur für mich. Aber es haben mir dann hier und da auch die Leute mal so gefragt, was ist denn da? Und dann sage ich, ja, das ist Riegel, habe ich selber gemacht. Und dann haben sie es probiert und gesagt, boah, das schmeckt aber gut. Nun gilt es, die Sache in Fluss zu bringen. Gemeinsam. Jetzt wird es immer. Ja, vielleicht nicht ganz so schräg. In diesem Projekt kann ich alles so machen, wie ich mir das vorstelle. Dann geht viel Idee schon von mir aus und dann brauche ich jemanden, der mit mir das auch bespricht, nochmal sortiert, dass das dann passt. Dafür habe ich dann gern nochmal die zwei Profis. Gemeinsam in einem Boot. Das prägt sie alle. Hallo. Hallo. Na. Hallo. Hi. Ich will gleich ein bisschen flexen, ein bisschen laut sein. Stört das? Nee. Ich mache die Tür zu. Ja, alles gut. Bis gleich. Manfred kümmert sich um den laufenden Betrieb der Lore, während Martin bei Blohm & Voss arbeitet. Manfred hat sich als Polizist freistellen lassen und hat nun Zeit, alles am Boot selbst zu machen. Auch die Hebevorrichtung für das Ruderboot hat er ausgetüftelt. Wir hatten erstmal noch gar nichts. Dann haben wir gesagt, eine Handkurbel. So, das war aber sehr anstrengend. Wir brauchten neues Seil, neue Umlenkrollen. Und dann haben wir gesehen, so eine Winde, elektrische Winde, die ist fast genauso günstig. Man könnte auch eben ein Boot von unten dann mal reinigen. Aber eigentlich ist das bei diesem Boot dann nie wieder nötig, weil keine Algen, keine Muscheln da rankommen. Keine giftigen Lacke brauche ich mehr. Das ist schon gut. Und dann kann man es einfach runterlassen. Das kleine Boot für die Lore-Besatzung. Manfreds eigene Begeisterung für Ausflüge in die nahe Umgebung war Triebfeder des Ganzen. Rau ist der Charme der alten Industriekanäle in der City Süd. Viele sind hier, die gönnen sich das einfach. Die sagen, wir sind eigentlich nur zweimal die Woche hier. Aber es ist wunderschön. Von Architekt, Immobilienmakler, die Kreativen haben wir, die Kommunikationsdesigner, Steuerberater. Also wenn die Begeisterung da ist, dann ist das der gemeinsame Nenner. Lilly, Lena und Gabriel haben ihren gemeinsamen Nenner auf den Planken der Lore längst gefunden. Nicht zuletzt in der Begeisterung für kulinarische Genüsse. Ich glaube, dass Kombinationen aus Ort, Menschen, Gebäude, Architektur, Nachbarn und Blick auch sehr, sehr viel ausmachen und sowieso in einer Stadt wie Hamburg, oder? Ich meine, hier geht es doch auch stark um Wasser. Durch das Rad, glaube ich, habe ich so ein ziemlich gutes Gefühl fürs Umland auch von Hamburg bekommen. Ne? Man fährt ja dann immer so eine Runde, so einen Schlenker raus und dann wieder rein. Es gibt ja hier auch, finde ich, in alle Himmelsrichtungen Routen, die man fahren kann, auch sehr unterschiedlich. Und so im Süden, super schön. Landschaftlich sieht man schon einiges. Der Diamantgraben liegt da. Gleich neben den Naturschutzgebieten Heukenlock und Schwensand. Gegenüber der Wilhelmsburger Badestelle Finkenrieg. Ufer der Entdeckungen. Das Hausbootprojekt Heukenlock nimmt Gestalt an, doch die Zeit drängt. Nur knappe 6 Wochen bleiben noch. Fassadenarbeit. Die Außenverkleidung wird geflemmt und nach einer alten japanischen Tradition behandelt. Yakisuki.
Sie soll der Lärchenfassade 80 Jahre Lebensdauer garantieren. Das aufwendig bearbeitete Holz ist sicher vor Pilzbefall, Schädlingen, vor Feuchtigkeit und Feuer. Wenn man es mehr wissen würde, würde es vielleicht mehr Verfügung geben, oder nicht? Das ist richtig, ja. Kann man das? Vielleicht ein bisschen zu krass dunkel ist. Zu schwarz ist. Okay. Ja, können wir noch mal probieren, ne? Wir sind gerade am Überlegen, ob wir noch ein bisschen mehr bürsten, um vielleicht nicht ganz so schwarz zu haben. Und wir erhöhen halt so die Haltbarkeit der Fassade. Und man braucht es halt nicht lackieren. Das Holz kann weiter atmen. Also es ist eine Veredelungsmethode, auf jeden Fall. Mit dem Flemmen brauchen wir etwa mit 2-3 Leuten eine Woche. Nur um die Fassade zu flemmen, zu bürsten und zu ölen. Da stecken richtig Stunden drin. Verfeinerung bis in die letzte Pore. Perfektionist Micha. Ist halt nicht mehr so homogen schwarz, sondern Maserung kommt schon ein bisschen besser raus. Jetzt muss man das gleich noch mal trocknen lassen und dann. Ist besser, oder? Ist besser, oder? Ja. Ist halt einfach farblich ein bisschen variiert, finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. Ganz schön. Ja, das habe ich jetzt halt viel mehr gebürstet. Bisschen mehr, genau. So sieht das super aus. Dann machen wir das so. Ja, würde ich sagen. Würde ich mal sorgen. Auch das Aushängeschild vom Boot. Genau. Das ist, ich meine, du guckst halt letztendlich auf die Fassade irgendwie und wenn es da. Dann kannst du dahinter so schön bauen, wie du willst. Ja, ne? Das bringt alles nichts. Ja. Lieferprobleme haben den Zeitplan im Hausbootinneren zunichte gemacht. Ruhe bewahren ist das Motto der Hausbootbauneulinge. Gut, das sitzt. Je weiter du in den Innenausbau gehst, desto mehr wird es natürlich klein ziseliert. Ne? Da hängen wir jetzt gerade ein bisschen hinterher, was aber nicht auf unserem Gedünken gewachsen ist. Ja, aber wir arbeiten uns gerade wieder an den Zeitplan ran. Schiss ist nicht. Irgendwann bist du an dem Point of No Return vorbei und dann ist Schiss ein ganz beschissener Begleiter. Dann musst du einfach weiter hacken. Den Schiffskörper. Als lebenden Organismus erfährt ihn Cynthia Wolter auf der Kap San Diego. Man sieht und riecht und hört und erlebt einfach dieses Schiff genauso, wie es eben in den 70ern schon gefahren ist. Sie hat noch so viel Geschichte in sich. Und wenn man wirklich an der Seefahrt interessiert ist und auch wissen möchte, wie das Ganze entstanden ist, dann ist das hier einer der schönsten Orte, die man sich dafür aussuchen kann. Die Schönheit will gepflegt sein. Schon auf jeder zweiten Fahrt in ihrer 20-jährigen Dienstzeit wurde die Kap San Diego rundum neu gestrichen. Die Teakholztüren brauchen besonderen Schliff. Holz ist auch schön zu pflegen, finde ich, weil das ein warmes Material ist. Das Schiff habe ich auf jeden Fall lieben gelernt, seitdem ich hier den ersten Tag drauf war. Wunderschön. Also nicht nur das Schiff, sondern ja auch die ganzen Menschen, die dazugehören. Ich hoffe, dass das Ganze hier noch lange bleibt. Aus Liebe zum Schiff sorgen insgesamt 125 Ehrenamtliche für den Erhalt der Kap San Diego. 45 von ihnen als Freiwillige in der Besatzung. Bis in die höchsten Mastspitzen reicht der Deckspflegedienst. Man macht sich nicht so viele Gedanken darüber, wenn man da oben ist. Man hat ja eine Aufgabe, nicht runtergucken. Aber wenn man Spaß dran hat, dann ist das kein Problem.
Das ist auch viel Freiheit, aber gleichzeitig kann man darin einfach aufgehen in den Arbeiten. Also ich finde es schön, einfach auf See zu sein und dabei natürlich auch ein bisschen was zu sehen von der Welt. Ein Schiff hat alles, was man braucht, finde ich. Man kann hier völlig in seiner eigenen Welt leben, entdeckt dabei auch noch den Rest der Welt. Ja. Ja, man ist so für sich hier. Ist eine schöne, ein schönes Leben. Auf dem Pooldeck ebenfalls. Das schöne Leben als gesellschaftliches Ereignis. Vernissage einer kurzen Ausstellung von maritimer Kunst. Echtes Segeltuch von bekannten Schiffen hat Heinke Böhnert von den jeweiligen Besitzern erbeten und verarbeitet. Allwetterkunst, so anpassungsfähig, wie es von der Schiffsmanagerin erwartet wird. Für mich ist das vollkommen normal, dass man da einfach sich der Situation anpasst. Ich komme halt vom Dorf und da ist das so ganz normal, einfach mit jedem freundlich umzugehen und offen zu sein. Von daher ist es für mich irgendwie gar keine Herausforderung, da irgendwie sich umzustellen oder so, sondern es gehört einfach zum normalen Leben dazu. Bist du denn zufrieden hier an Bord? Ja? Schnack mit der Künstlerin, unauffällig sehen, dass die Veranstaltung läuft. Ann-Kathrin Cornelius hat ihren Heimathafen an Bord der Cap San Diego gefunden. Im schönen Leben. Also Kultur wird ja so und also Gott sei Dank ja unterstützt. Was Grünes zu essen. Ja. Der weiße Schwan des Südatlantiks ist keine betagte, nostalgische Dame, sondern eine lebendige Schönheit. Man fühlt den Spirit und dass es noch funktioniert, das Schiff. Es ist kein totes Museum, sondern es ist irgendwas, was noch in Fahrt gehen kann, was ich ganz, ja, was auch von den Herren, die in roten Overalls hier mit einer solchen Liebe bearbeitet wird. Und meine Bilder, die sind jetzt hier so kurz, einmal kurz für einen Tag und finden das toll und dann bauen wir alles wieder ab und werden das alles im Herzen behalten. Bilder an Deck, Bilder am Rumpf. Schiff der Träume. Andreas, Bootsführer auf der Hermann Hansen, genießt seinen Hafenfeierabend mit Freundin Anke. Ich habe auch ein Zuhause, aber wir bleiben auch ab und zu mal hier, versacken einfach, gucken am Fernsehen. Ich hatte einen Beamer und wusste jetzt nicht, was ich machen sollte. Wo soll ich denn hier eine Leinwand hinmachen? Ja, aber die müssen immer wieder streichen. Ich habe schon gemeckert mit denen und so geht's nicht. Und wir müssen immer ein bisschen ausbeulen, weil mein Bild nicht gerade ist. Hafenglück mit Wölbung, aber frei und unvergleichlich. Vom Boden der Tatsachen hat sich der Hafen zum Ort der Möglichkeiten verändert. Platz für Träume an den Ufern der Großstadt. Zwei Wochen Zeitverzug am Diamantgraben, doch die Fenster sind da und drin. Letzte Arbeitsschritte, heute wird gekrant. Der kleine Hafen mit dem großen Traum. Die Torpfosten müssen entfernt werden, sonst kommt der Kran für das Hausboot gar nicht auf das Gelände. Ja. Der muss weg. Der muss weg. Geht kein Weg dran vorbei. Der muss weichen. Ja, wir mussten so einen schweren Kran nehmen, weil wir so eine weite Auslage haben. Wir müssen das Ding aufs Wasser setzen.
Und da ist halt die Problematik immer so ein bisschen, dass, ja, dass da so ein kleines Kränchen irgendwie wahrscheinlich ins Trudeln kommt. Kippt uns dann hinterher. Und das wollen wir natürlich nicht. Keine riskanten Manöver mehr. Letzte Feinjustierungen am Kommandostand. Ist halt schon auch Termingeschäft, ne? Aber passt. Ich bin ganz froh, dass es jetzt ins Wasser geht. Das war jetzt natürlich, ne, schon eine super Sache gewesen, aber es ist dann auch irgendwann, ja, ist man dann auch einfach froh, wenn man wirklich fertig ist und ja, es erledigt ist. Man einen Haken dran machen kann und sagen kann, okay, nächstes Projekt. Der Holzboden akkurat über die ganze Schiffslänge verlegt und frisch geölt. Was jetzt noch getan werden muss, soll auf dem Wasser geschehen. Die Zeit ist reif für Hausboot Heukenlock. 60 Tonnen wiegt der Fünfachser, der die Heukenlock in den Diamantgraben hieven soll. Fast sechsmal so viel wie das Boot selbst. Die Gurte müssen den Aluminiumkatamaran fassen, ohne ihn zu beschädigen. Sensible Grobmotorik. Los. Könnt ihr nochmal kommen? Schuss besser. Um Punkt 11.45 Uhr ist Hochwasser, dann muss das Boot schwimmen. Sonst heißt es, 12 Stunden auf den nächsten Tidenhub warten. Jans Familie soll Zeitzeuge sein. Ja, ist doch super. Ja, hier erlebst du was, Snoop. Kleiner Butcher. Die Anspannung wächst. Was schiefgehen kann, geht schief, weiß der Volksmund. Das Ding rutscht auf dem Haken, ein Gurt reißt, die Hydraulikleitung platzt, weiß der Geier. Ich habe gestern die gleiche Frage gestellt. Hat er gesagt, nichts. Wir sind bestens vorbereitet. Es ist soweit. Das Boot fliegt seinem Hafen zu. 4,5 Monate intensiver Bauzeit hat es gebraucht. Oh. Kleiner Herzinfarkt. Jetzt muss sich herausstellen, ob das Hausboot tatsächlich schwimmtauglich ist. Hinten schwimmt er. Oh Gott, da bin ich erleichtert. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ein Traum ist am Ufer der Großstadt in Erfüllung gegangen. Bam. Fast. Es ist drin. Es ist vollbracht. Es schwimmt. Aber wir haben Motor zu hoch angebaut. Muss man da mal mit dem Kran dran. So ist es.